Herzlich willkommen zu Amadee 3.0, der Software, die mehr kann, als einfach nur Geschäftsprozesse abzubilden. Kennen Sie das auch? Sie befassen sich doch mehr mit der Formatierung und Pflege von Modellen als mit der inhaltlichen Analyse. Und wenn Sie dann fertig sind, wird das Prozessmodell doch nicht weiter genutzt. Oder aber zum gleichen Geschäftsprozess existieren in Ihrem Unternehmen gleich mehrere Modelle. Hinzu kommt auch noch, dass die Modelle der IT nicht von den Fachbereichen verstanden werden, während deren Modelle wiederum zu vage für die technische Umsetzung sind. Richtig unschön ist allerdings, dass Sie die wirklichen Probleme nicht sofort am Prozessmodell erkennen können. Amadee 3.0 löst diese Probleme, indem es einen neuen Ansatz bei der Geschäftsprozessmodellierung verfolgt. Sie kennen Prozessdarstellungen sicher als Flussdiagramme. Die Reihenfolge der einzelnen Aktivitäten erkennt man in so einem Ablaufdiagramm. Dadurch können Sie immer genau sehen, an welcher Stelle im Prozess jemand etwas tut. Aber dabei ist völlig unklar, wer für bestimmte Ergebnisse verantwortlich ist. Das Beispiel, das Sie hier sehen, zeigt einen einfachen Bestellprozess, bei dem jemand aus der anfordernden Abteilung eine Bestellanforderung ausfüllt und sich diese dann von seinem Manager genehmigen lässt. Danach führt jemand aus dem Bereich Einkauf die Bestellung aus. Der große Nachteil an dieser Darstellung ist, dass man nicht erkennen kann, wer für den gesamten Prozess verantwortlich ist. Wer muss eskalieren, wenn zum Beispiel der Manager seiner Genehmigungspflicht nicht zeitnah nachkommt? Der Besteller oder der Einkäufer? Solange Leistungen und Verantwortlichkeiten nicht klar sind, kommt es in Geschäftsprozessen immer wieder zu Problemen. Vorgänge bleiben liegen, keiner kennt den aktuellen Bearbeitungsstand und Kunden laufen ihren Aufträgen nach. Amadee 3.0 jedoch beantwortet die Frage nach den Ergebnissen und Verantwortlichkeiten, indem es Servicebeziehungen zwischen Konsumenten und Anbietern beschreibt. Dieses Servicekonzept ist immer anwendbar, sowohl für Beziehungen zu externen Kunden als auch für die interne Zusammenarbeit zwischen Abteilungen. Möchten Sie das vorhin erwähnte Flussdiagramm in Amadee 3.0 modellieren, so haben Sie zwei Möglichkeiten. Falls der Besteller für den Gesamtprozess verantwortlich ist, sieht das Modell so aus. Am Ende geht die Verantwortung in den Bereich des Einkaufs über. Bei einer anderen Interpretationsweise behält der Einkauf die Prozessverantwortung über die gesamte Laufzeit. Das zugehörige Modell sieht dann so aus. Im Folgenden möchte ich Ihnen drei Besonderheiten von Amadee 3.0 zeigen: seine einfache Bedienbarkeit, die automatische Schwachstellenanalyse und die Verwendung von Prozesstemplates. Das Erstellen und Aktualisieren von Prozessen mit Amadee 3.0 ist einfach und intuitiv. Über vorgefertigte Wizards können Sie grundlegende Daten Ihres Modells eingeben, nämlich den Namen des Unternehmens, die Bezeichnung der Geschäftsdomäne und den Namen des Prozesses. So erhalten Sie schnell ein Grundgerüst. An jeder Stelle Ihres Prozesses haben Sie die Möglichkeit, weitere dort sinnvolle Objekte über ein Pop-up-Menü hinzuzufügen. In diesem Beispiel ergänzen wir das Modell durch einen neuen Kontrollschritt. Die kontextsensitive Hilfe bietet Ihnen zu jedem selektierten Objekt automatisch eine detaillierte Beschreibung mit Beispielen an. Außerdem können Sie direkt über die Hilfe weitere Objekte anlegen, wie hier zum Beispiel einen weiteren Kontrollschritt. Für zusätzlichen Informationsaustausch zwischen Servicegeber und Servicenehmer sorgen Nachrichten. Eine solche legen wir jetzt, ausgehend vom soeben angelegten Kontrollschritt, exemplarisch an. Ein weiteres hilfreiches Feature ist die To-Do-Liste, die automatisch alle noch nicht vollständig ausgefüllten Objekte anzeigt, wie zum Beispiel unsere soeben erstellte Nachricht. Dadurch können Sie nach der Erfassung eines Prozesses sofort sehen, welche Details noch zu klären sind. Durch Auswahl der Nachricht können Sie die fehlenden Informationen eingeben, woraufhin der Eintrag aus der To-Do-Liste verschwindet. Ein Beispiel für eine automatisch erkannte Schwachstelle veranschaulichen wir in diesem vorhin schon gezeigten Bestellprozess. Derzeit liegt die Verantwortung für den Gesamtprozess beim Besteller. Die Bestellung wird jedoch der Einkäufer ausführen. Wenn der Besteller, wie in diesem Beispiel, dem Einkäufer die Verantwortung für diesen Teil des Prozesses überlässt, verliert er seine Einflussmöglichkeiten. Im Modell wird dies durch Auswahl des Kontrollschritts und Zuweisung der Rolle Einkäufer erreicht. Da jedoch nach dem Servicekonzept von Amadee 3.0 die Verantwortung während der gesamten Dauer eines Services nicht wechseln darf, stellt dieser Kontrollflusswechsel eine Schwachstelle dar, die hier automatisch erkannt und eingefügt wurde. Dieser Schwachstellentyp ist ein übliches Problem in vielen Unternehmen. Die Verantwortung wandert mit dem Vorgang von einer Stelle zur anderen. Bei Problemen hat dann niemand den Hut auf, eskaliert oder kümmert sich um den Abschluss der Aufgabe. Wenn Sie aufgrund Ihrer Analyse weitere Schwachstellen im Modell entdecken, können Sie diese ebenfalls dokumentieren. Sind Sie beim vorliegenden Beispiel der Meinung, dass der Wareneingang durch einen Lageristen bestätigt werden sollte, dann wählen Sie den dem fehlenden vorausgehenden Schritt einfach aus und fügen die manuelle Schwachstelle fehlender Kontrollschritt hinzu.
durch die Eingabe einer Beschreibung, zum Beispiel fehlender Kontrollschritt für Wareneingang, können Sie das Problem direkt im Diagramm visualisieren. Haben Sie schließlich Ihre Prozesse mit Amadee 3.0 so weit optimiert, dass diese in allen Bereichen Ihres Unternehmens angewendet werden können, so hilft Ihnen die Anwendung auch dabei. Mittels einmal definierter Service-Templates können Sie Prozesse standardisieren. Sie sehen hier das Fragment eines Einkaufsprozesses der fiktiven Firma Platinum Xtosa AG, einem international aufgestellten produzierenden Unternehmen mit mehreren Tochtergesellschaften. Die Zentrale der Firma hat zwei Einkaufsorganisationen, einmal für Nicht-Produktionsmaterialien und einmal für Produktionsmaterialien. Das vorliegende Template des Einkaufsprozesses ist rein rollenbasiert. Das heißt, wir sehen hier den Einkäufer als den Hauptverantwortlichen des gesamten Prozesses. Daneben gibt es noch den Anforderer und dessen Manager. Da es sich hierbei um ein Template handelt, geht das Diagramm überhaupt nicht auf bestehende Organisationseinheiten ein. Soll der Prozess auf die vorhandene Unternehmensstruktur angewendet werden, so müssen Sie hierfür eine Service Map erstellen. Diese bildet Beziehungen zwischen Services als Diagramm in einer realen Geschäftsumgebung ab. Wenn Sie nun eine neue Service Map XT Einkauf anlegen und dieser das Template XT Einkauf 1.0 zuordnen, sehen Sie zunächst ein Modell, das dem Template sehr ähnelt, das heißt eine rein rollenbasierte Darstellung. Um nun eine bestehende Organisationseinheit zuzuordnen, legen Sie diese zunächst direkt über die Oberfläche an. Beginnen Sie dabei mit dem Bereich Einkauf NPM und weisen Sie dieser Abteilung die Rolle des Einkäufers zu. Wie Sie im Diagramm sehen, läuft der Prozess nun im Bereich Einkauf NPM. Bei der Platinum Xtosa AG gibt es aber auch noch den Bereich der Produktionsmaterialien. Daher fügen wir nun eine weitere Organisationseinheit Einkauf PM hinzu und weisen Sie ebenfalls der Rolle des Einkäufers zu. Daraufhin verdoppelt sich der Service im Diagramm, eine Rolle wird von zwei Abteilungen wahrgenommen. Fügen Sie nun einen weiteren Schritt hinzu, zum Beispiel hier im Bereich Einkauf NPM, so sehen Sie, dass diese Änderung in beiden Bereichen, also auch beim Einkauf PM, übernommen wird. Ein Blick auf das dieser Service Map zugrunde liegende Template zeigt, dass der zusätzliche Schritt automatisch auch hier eingefügt wurde. Dadurch können Sie unternehmensweite Prozesse zentral verwalten. Natürlich lässt sich jeder Prozess auch lokalisieren und an die lokalen Besonderheiten anpassen. Ein weiteres Beispiel dafür können Sie bei Platinum Xtosas Niederlassung in Pittsburgh sehen. Da diese Tochtergesellschaft eine reine Vertriebsgesellschaft ist, benötigt sie keine Produktionsmaterialien. Daher existiert dort auch nur der Bereich NPM Purchasing. Wenden Sie daher nun das Template der Zentrale auf die Niederlassung in Pittsburgh an und weisen Sie dabei der Abteilung NPM Purchasing die Rolle des Einkäufers zu. Eine beliebige Abteilung, hier Business Unit genannt, kann die Rolle des Anforderers übernehmen. Eine Besonderheit in Pittsburgh ist, dass aus Governance-Gründen auch das Executive Board im Modell sichtbar sein soll. Weisen Sie daher diesem Bereich ebenfalls die Rolle Anforderer zu. Im Diagramm sehen Sie nun, dass zwei verschiedene Abteilungen eine Bedarfsmeldung an den Bereich NPM Purchasing richten können. Fügen Sie diesem Diagramm nun interaktiv einen weiteren Schritt hinzu, so findet sich dieser sowohl in der Service Map der AG als auch in dem zugrunde liegenden Template wieder. In diesem Video haben Sie die wichtigsten Vorzüge von Amadee 3.0 kennengelernt. Durch die automatische Generierung der Modelle werden Sie optimal bei Ihrer Arbeit unterstützt und können sich auf die Prozessanalyse und Beratung konzentrieren. Zudem sind Ihre Prozessmodelle immer übersichtlich und leicht verständlich. Außerdem hilft Ihnen die automatische Schwachstellenanalyse dabei, relevante Prozessprobleme interpretationsfrei aufzudecken. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann schauen Sie sich Amadee 3.0 doch einfach mal an.